Gestatten Sie mir abschließend noch einige Bemerkungen zum Autor dieser Werke. Norbert Jack führte ein ereignisreiches Leben und hinterließ ein so umfangreiches wie heterogenes Werk. Jack, der von 1880 bis 1954 lebte, gehört zu den Herrschern der Autoren, über die die Zeit hinweggegangen ist. Von ihm ist heute kaum mehr geblieben als Fußnoten in der Literatur- und Filmgeschichte. Dabei war er ein sehr vielversprechender Schriftsteller, dem mit seinem Roman Dr. Mabuse, der Spieler, der kommerzielle Durchbruch gelang. Das im Ullstein Verlag erschienene Werk verkaufte sich mehr als 500.000 Mal. Dieser Bestseller markiert jedoch zugleich auch einen Abschied von höheren künstlerischen Ansprüchen. Insofern wirft der Roman auch einen Schatten auf Jacques weitere Karriere. Überhaupt hat dieser Autor ein wechselvolles Leben geführt. Er war Weltenbummler, Abenteurer und Lebemann. Er war ein vielschreibender Reise- und Unterhaltungsliterat, verwurzelt im geistigen Leben seiner Zeit. Er betätigte sich aber auch als Bauer und Forellenzüchter am Bodensee. Nach dem Zweiten Weltkrieg amtierte er für kurze Zeit als Provinzbürgermeister. Verheiratet war er dreimal und er hatte drei Töchter, von denen zwei heute noch leben. Als prägend für sein ganzes Leben erwies sich die Herkunft aus Luxemburg, mit dem ihm eine gegenseitige Hassliebe verband, wobei sich die Gegenseite zusehends für den Hass zuständig zeigte. Jacques jedenfalls, der aus großbürgerlichem Hause stammte, trieb es von seiner heimatlichen Toteninsel, wie er Luxemburg einmal nannte, in die Welt hinaus. Und bereits während des Ersten Weltkriegs zog er als Kriegspropagandist für Deutschland den Unmut seiner Landsleute auf sich. Viel später dann, im Nationalsozialismus, wurden einige von Jacques Werken verbrannt und er wurde aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Dann arrangierte er sich, allerdings auf erheblichen Druck, unter anderem nach Gestapohaft mit dem Regime bzw. kollaborierte. In seiner großen Autobiografie Mit Lust gelebt zeigte sich der Lebemann bezüglich vieler Vorwürfe als geläutert bzw. gestand auch teilweise seinen Opportunismus ein. Auch insofern war Jacques ein bemerkenswerter Mensch und Schriftsteller.